Ich begrüße dich herzlich auf meinem Handarbeitskanal Cheap Law Fool. Und hier geht es um alles, was wir mit den Händen machen, häkeln, stricken, spinnen, manchmal auch kochen und backen. Sei du mit dabei, like meine Videos, abonniere meinen Kanal kostenlos und dann geht es so wie jetzt mit einer weiteren Anleitung los für dich. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. So, und wie ihr das von mir gewohnt seid, stelle ich euch als erstes wieder die Wollen vor. Achtung, Werbung. Es ist eine, das Weiße hatten wir letztes Mal schon vorgestellt im Donnerstagsvideo zum Pilzhäkeln. Und jetzt kommt das Wunderschöne. Ich halte es euch mal hoch. Es ist so wie Latte Macchiato oder Kaffeebraun mit Milch, so richtig schön. Und in der Standmehl habt ihr ja auch schon den Pilz gesehen. Je älter er wird, je weniger braun habt ihr. Deswegen häkeln wir auch mit zwei Farben. Die braune Farbe, das ist auch ein Twister Curly 8 Uni. 50 Gramm sind hier 85 Meter. Und die Farbe ist die 82. Wer das nachhäkeln möchte, für den ist vielleicht auch noch interessant. Wo ist es jetzt? Hier unten ist es. Und zwar könnt ihr mit einer 3,5er bis 4er Stricknadel, hier ist das Zeichen für Stricknadeln, wir werden das aber zum Häkeln nehmen. Und ich benutze in dem Fall eine 3,5er, damit die Maschen richtig schön eng werden. Bügeln kannst du das, weil das ist ein 100% reines Baumwollgarn. Hier steht das auch nochmal. Also eine rein vegane Wolle und auch Ökotec. Super. Also ich häkel sehr gern damit. Das habt ihr jetzt bestimmt auch schon mitgekriegt. Und wir werden diesen kleinen Pilz häkeln mit zwei Farben. Der Stiel ist extra. Der wird nur so reingemacht. Und er hält durch eine praktisch... Das ist wie watteartig. Füllwatte. Gibt es ja auch zu kaufen. Und ihr könnt aber hier auch andere Sachen nehmen, wie abgeschnittene Fäden oder sonst was. So, ich würde sagen, wir beginnen. Los geht's. Wir werden uns als erstes diesem Stiel widmen. Ihr habt das in der Standmill gesehen. Der ist immer rein weiß. Und so möchte ich das auch rein weiß häkeln. Hier unten, das habe ich nicht zugezogen, weil nämlich du kannst dann dir einen Schaschlikspieß nehmen. Ich habe jetzt hier einfach mal eine Stricknadel genommen und das dann aufspießen und zwischen die Blumen oder im Blumenkasten richtig schön reinmachen. Also ich fand die Idee toll. Wir werden das nachher nochmal besprechen. Wir fangen mit einem Fadenring an. Und zwar... Wickelst du dir erstmal eine ganze Menge ab, dann einfach eine Schlaufe um diese zwei Finger legen. Dann nimmst du das vorsichtig ab, dass der Ring erhalten bleibt. Jetzt einfach den Faden so durchholen, greifen. Jetzt kannst du dir den Faden erstmal in Ruhe auf den Finger nehmen und eine Kettenmasche machen. Jetzt kommen 7 feste Maschen in diesen Ring rein. 1, 2, 3, 4, 5. Ich ziehe das jetzt meistens schon mal zusammen, weil ich das noch so richtig schön festhalten kann. Jetzt kommen nochmal 2, 6 und 7. Schön festziehen erst nochmal, dass die Schlaufen auf gleicher Höhe sind. Jetzt erstmal ablassen. Jetzt kannst du hier den richtig schön zuziehen. Und es ist immer noch ein kleiner übrig. Ja, das reicht. Also nicht ganz so fest, würde ich sagen. So, und jetzt einfach wieder
die Fäden trennen, die mögen ja dann immer gern mal zusammen sein. Dann suchst du dir hier vorne die erste Masche. Durch beide Maschenglieder musst du jetzt hier durch. Das ist immer am Anfang ein bisschen schwierig, weil wir ja da noch losgelegt haben mit Häkeln. So, dann einfach den Faden hier vorsichtig durchholen. Nochmal anziehen, dass die Masche nicht ganz so groß wird. Und mit einer Kettmasche schließen. Eine Steigeluftmasche brauchen wir hier und einen Marker empfehle ich dir. Einsetzen, richtig um die Masche drumherum. So, jetzt geht so. Wir verdoppeln nicht jede Masche, wie ihr das vielleicht sonst immer macht. Wir verdoppeln nur jede zweite. Das heißt, am Ende der Reihe müssten wir nur 10 Maschen haben. Die erste wird nicht verdoppelt, also alleine. Die zweite und die dritte in eine Einstichstelle. So. Jetzt die vierte kommt wieder alleine rein in eine Einstichstelle. Oder manche sagen auch in die nächste Masche. Jetzt kommen wieder 2 Maschen. Jetzt noch einmal eine alleine. Und nochmal 2. Das ist jetzt praktisch die 5. Masche wird wieder verdoppelt und jetzt in die 7. nur eine. So. Jetzt müsstet ihr 10 Maschen haben. Hier vorne rein müssen wir jetzt. Ich lasse dann meistens den Markierer drin und gehe erstmal durch. Dann entferne ich den Markierer und hole mir eine Kettmasche. Und beende jetzt praktisch die zweite Runde. Ich mache jetzt hier keine Steigeluftmasche, weil bis jetzt wird in Spiralrunden weiter gehäkelt. Ich mache mir aber hier an die Kettmasche einen Marker, weil die darfst du ja dann, oder ich darf die jetzt auch schon nicht mit häkeln, wenn ich wieder dahin komme. So, jetzt werden praktisch diese 10 Maschen in Spiralrunden weiter gehäkelt. Ich häkel jetzt mit euch bis dahin, damit ich euch zeige, wie das an der Stelle noch geht. Einfach jede Masche jetzt bekommt nur eine Masche. Dadurch, dass du keine Zunahmen machst mehr, wird das ein wunderschöner Stiel. Und ihr seht, es fängt jetzt schon an und kippt. Einfach immer hier weiter. Rundrum. So, jetzt haben wir hier die 10. Masche. So, das habe ich jetzt ja extra für euch reingemacht. Die Masche wird nicht mitgehäkelt. Das ist ja diese rüber, wenn wir dann eine Kettmasche machen. Ihr geht praktisch jetzt hier einfach wieder in die erste, zieht euch das richtig schön zusammen und macht praktisch eine Masche. Und dann einfach immer so weiter. Ich mache mir jetzt hier noch die eine. Also man merkt es dann kaum, wenn ich drehe euch das mal rum. Und ihr müsstet jetzt praktisch diese 10 Maschen immer so schön weiter häkeln, bis ihr auf eine Höhe von
Insgesamt, ich würde sagen, 9 Zentimeter. Das reicht für unsere Größe. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen mehr machen, aber nicht so viel mehr. So, das war jetzt zum Stiel. Jetzt kommt der Hut. Ich zeige ihn euch nochmal. Wir beginnen dann hier in dieser Reihe mit der zweiten Farbe. Aber wir fangen jetzt erstmal an und nehmen uns das Braun. Und der Hut geht gleich los. So, auch für den Hut beginnen wir wieder mit einem Fadenring. Vorsichtig abnehmen. Und ganz vorsichtig den Faden durchholen. So, und erstmal mit einer Kettmasche schließen, dass es nicht mehr abhauen kann. Jetzt macht ihr 6 feste Maschen hier rein. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Versucht auch, dass die immer gleich schön gleich groß sind. Zusammenziehen und hier vorne in die erste Masche eine Kettmasche und die Runde damit schließen. Jetzt kommt wieder eine Steigerluftmasche. Wir machen uns einen Markierer rein. So, in der nächsten Runde, was ja jetzt Runde 2 ist, ach, ich lege euch mal jetzt die Zahlen hin. Runde 2. Runde 2 geht so, wir verdoppeln jede Masche. Das heißt, aus diesen 6 Maschen werden 12 Maschen in dieser ersten Runde. Eins, zwei. Drei, vier. Fünf, sechs. Sieben und acht. 9 und 10. Wenn ich und sage, heißt das immer bei mir, dass ich nochmal in die gleiche Masche reinmache, also eine Verdopplung häkel. 11 und 12. So, jetzt müssen wir hier rüber. Und diese zweite Reihe wird praktisch jetzt mit einer Kettmasche geschlossen. So. Markiere wieder raus. Und das ist ja jetzt schon die dritte Reihe. Die dritte Reihe beginnt also auch mit einer Steigeluftmasche. Ich zeige euch ab jetzt immer nur die Maschensätze einmal und dann sehen wir uns immer in der nächsten Runde wieder. Wir machen jetzt so die erste. Und die zweite wird verdoppelt. Das ist jetzt der Maschensatz in dieser dritten Runde. Immer die zweite Masche wird verdoppelt. So, und in dieser vierten Runde geht der Maschensatz so. 1, 2. Die dritte bekommt noch eine vierte mit rein. Also wird hier die dritte verdoppelt. Das macht ihr jetzt auch wieder die ganze Runde rum. In dieser fünften Runde ist der Maschensatz so 1, 2, 3 und die vierte wird verdoppelt. Das heißt 4 und 5.
an eine Einstichstelle. Und das machst du jetzt auch wieder überall. So, und in Reihe 6 geht der Maschensatz so. Eine, noch eine, noch eine, noch eine. Also 4 einzelne Maschen und die fünfte wird verdoppelt. Da kommt praktisch noch eine 6. Masche mit rein. So, das machst du jetzt auch wieder die ganze Reihe lang. So, und ab Reihe 7 wird jetzt in Spiralrunden gehäkelt und mit einer zweiten Farbe begonnen. Das heißt, einfach jetzt in die nächste Einstichstelle einmal eine Schlaufe holen, dann den anderen Faden auf den Finger nehmen und damit die Masche beenden. Jetzt kommen 2. Ihr könnt hier den anderen Faden einfach mit einhäkeln. Nochmal anziehen, dass das genauso groß ist wie das. So. Und wir nehmen jetzt schon, nach 2 Maschen wird immer gewechselt. Das heißt, du musst die fertig machen mit der neuen Farbe, die Masche. Jetzt einfach das andere, das Weiß mitnehmen. So. Und eine Masche machen und daneben wieder einstechen. Das Braun weglassen und dafür wird das Weiß jetzt genommen. Achso, noch einmal. Ja, wir müssen jetzt noch das durchnehmen. Genau, das könnt ihr jetzt auch noch schon so machen. Und diese Masche schön anziehen und mit der neuen Farbe fertig machen. Eins. Zwei. Und mit der neuen Farbe. Praktisch. Das beenden. Jetzt seht ihr, eine müsst ihr komplett häkeln und bei der zweiten und immer schön sehen, dass hier hinten der Faden mit eingehäkelt wird. Bei der zweiten Masche lässt du das dann einfach aus, nachdem du das hier durchgeholt hast und machst mit der weißen fertig. Hier hinten kannst du das dann so vorsichtig hochholen. Weil jetzt wird das mit eingehäkelt. So, jetzt sind wir wieder bei der zweiten Masche. Auslassen, die andere Farbe nehmen. Eins, zwei. Auslassen, mit der anderen Farbe das fertig machen. Eins, zwei, auslassen, das hochholen und mit der anderen Farbe fertig machen. Jetzt wieder. Eine Masche und noch eine, auslassen und mit dieser Farbe, mit der nächsten praktisch fertig machen. Wem das zu fummelig ist, dann macht ihr das schön langsam. So, jetzt seht ihr, das ist nämlich, wenn ihr das jetzt so machen würdet, würde die nächste ein weißes werden. Wir wollen da aber schon braun. Also immer nach der zweiten mal den Faden durchholen. Einmal so machen und dann eine ganze Masche. Einmal den Faden durchholen, ablassen und ihn mit der nächsten Farbe fertig machen. Könnt auch zwischendurch mal anziehen. So.
Also immer jede eine fertig und bei der nächsten praktisch auslassen und mit der anderen Farbe fertig machen. Wieder eine ganze Masche, eine nur den Faden holen und hier mit der nächsten Farbe fertig machen. Und ihr habt das gesehen, wie das jetzt in meiner Standmill aussah. Ich habe extra, bin ich ein paar Mal dort gewesen, bis alle drei Pilze so verschieden groß waren. Und deswegen zeige ich euch das jetzt nochmal an dieser fertigen. Das hier ist praktisch diese Reihe, die wir jetzt gemacht haben. Alle zwei was anderes. Und dann kannst du, weil in der Natur ist ja auch nicht alles gleich, praktisch die Farben, so wie ich dir das jetzt gezeigt habe, mit Häkeln selber verteilen. Ob du so wie ich hier dann mit dem einen aufhörst und hier praktisch oder mal mit dem Braun weiter reingehst oder wie hier einfach nur die zwei und dann werden die immer gleich schon braun. Das ist jetzt deiner Fantasie überlassen. Und wenn du dann so weit bist, ich schneide die Fäden nicht ab, weil nämlich du kannst die hier gleich mit reinmachen. So einfach reinstecken mit. Und dann nimmst du dir ein Stück von deiner Watte, von deiner Füllwatte und legst das einfach hier so rein. In den Hut reinlegen und auch vorsichtig einmal drehen. So, einfach bis du die Menge drinne hast. Jetzt kannst du mal noch den mit einer Häkelnadel das so machen, schön in die Mitte positionieren oder auch mal krumm. Ihr habt das gesehen, wie in der Natur ist jedes anders. Und jetzt hält der schon von ganz alleine. Und jetzt hatte ich euch ja noch gesagt, so kann das dann aussehen und in eurem Blumentopf. Dann wird es auch richtig schön herbstlich auf eurer Fensterbank. Oder jetzt haben wir ja auch noch ein paar schöne Tage, dann kannst du das auch draußen in den Blumenkasten so stecken. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit meiner Häkelidee. Ein Bild wird es wieder geben in der Facebook-Gruppe. Das sei auch herzlich willkommen und viel Spaß mit meiner Idee und deiner Wolle. Deine Nicole von Sheep Love Wool.